Ist es erlaubt, erstmal Naschid zu hören? Die Gelehrten unterscheiden zwei Arten von Naschid. Der eine Naschid, liebe Geschwister, ist mit Musikinstrumente. Wenn der Naschid mit Musikinstrumente versehen ist, ist er nach allen Gelehrten haram. Warum? Weil es gibt Ijma' unter allen Gelehrten, von Imam Abu Hanifa bis Imam Ahmad, dass Musikinstrumente verboten sind. Das ist die eine Art, die verboten ist. Dann gibt es Naschid ohne Musikinstrumente. So, wenn darin keine schlechten Wörter sind, Aufruf zum Schlechten, wenn in diesem Naschid, wenn man nicht übertreibt mit diesem Naschid, dann kann man Naschid hören. Dann kann man Naschid hören. So, aber jetzt gibt es eine Sache, die eingebaut wird, etwas Musikähnliches. Wenn du es hörst, denkst du, du hörst Musik. Dieses ist absolut zu unterlassen, liebe Geschwister. Denn dieses zeugt davon, dass man es der Musik ähnlich machen wollte. Und daher muss man das unterlassen. Wallahu ta'ala ala wa